Und Michelle behauptet, Jason wäre kurz. So. Fernsehjunkies oder was der Mann und ich machen, wenn andere Leute das schöne Wetter genießen? Der Mann und ich sind absolute Fernsehjunkies. Das geht so weit, sollte einer von uns irgendwann mal in einem Anflug von Wahn auch nur versuchen zu äußern, dass wir den Fernseher, die zwei Fernseher ja auch abschaffen könnten, wäre diese Beziehung schlagartig beendet. Das ist traurig, aber sehr wahr. Als wir einmal mit Freunden auf unserem Sofa zusammensaßen und das Gespräch irgendwie auf Guido Maria Kretschmer kam, sagte eine der Personen, wer ist das? Wir schauten sie entsetzt an. Ach, ist das so ein C-Promi aus dem Fernsehen? Na, den kenne ich nicht, hab ja schon seit einigen Jahren keinen Fernseher mehr. Wir haben sie dann höflich zur Tür begleitet. Apropos Guido Maria Kretschmer, inzwischen ist mir eigentlich egal, wie das Wetter am Wochenende wird. Der Samstag ist größtenteils belegt von Shopping Queen. Gemeinsam sitzen wir im Wohnzimmer und beurteilen, wie die Stylo-Bräute im Fernsehen sich anziehen. Dann malen wir uns aus, wie das wäre, wenn ich dort Kandidatin wäre und der Mann natürlich meine Shoppingbegleitung. Ausgeschlossen, dass wir nicht gewinnen am Ende. Die 1000 Euro gehörten uns, bevor wir überhaupt losgefahren wären. Der Mann ist eine großartige Shoppingbegleitung. Er sagt einfach immer, ja, geht. Ich komme aus der Umkleide und gucke sehr fröhlich. Ja, geht. Ich komme aus der Umkleide und gucke eher skeptisch. Ja, geht. Ich bin mir nicht sicher, was ja geht eigentlich heißen soll. Manchmal versuche ich einen in irgendeiner Form wertendes Urteil aus ihm herauszuquetschen. Sieht das gut aus? Kann man machen. Einmal hat er tatsächlich mehr gesagt. Ich machte mir die momentan absolute Trendfrisur aus Island. So laufen dort alle rum, Männer und Frauen. Ich schaute ihn an und er sprach, das ist scheiße. Ich fand es gar nicht so schlimm und hakte noch mal vorsichtig nach. Wirklich? Sieht aus wie eine Antenne, oder? Mach das bitte weg. Um am Wochenende nicht besonders früh aufstehen zu müssen, haben wir auch einen Fernseher im Schlafzimmer. Das ist besonders für den Sonntagvormittag sehr praktisch. Vox hat offenbar einen Narren an Sendungen gefressen, in denen es hauptsächlich darum geht, vermeintlich hausfrauliche Tätigkeiten zu bewerten, shoppen, kochen und heiraten. Und so schauen wir sonntagsvormittags den Hochzeitshorror. In 4 Hochzeiten und eine Traumreise buhlen 4 aggressive Bräute um die Punkte der jeweils anderen und hoffen auf den Gewinn einer Urlaubsreise. Nie lernte ich mehr über das Leben und meine Vorstellung von Beziehungen als beim Schauen dieser Sendung. In jeder Runde gibt es mindestens eine, die unbedingt gewinnen will. Weil ihre Hochzeit genau wie alle anderen nur durchschnittlich ist, versucht sie es über die Schiene aller anderen einfach schlecht zu bewerten. Beim Buffet war wirklich alles dabei und sehr lecker. Allerdings hat mich gestört, dass die Braut mich nicht persönlich gefüttert hat. Deswegen gebe ich ihr für das Essen 5 von 10 Punkten. Die Kirche war halt relativ langweilig eingerichtet. Unter Kirchen stelle ich mir etwas anderes vor, deshalb gebe ich für die Zeremonie 3 von 10 Punkten. An dem Punkt, an dem ich dann immer gerne in den Fernseher springen will, beschließe ich aufzustehen. Den Abschluss in Sachen Aggressivfernsehen macht das perfekte Dinner. Es ist aber auch schlimm. Diese Sendung läuft immer dann, wenn wir gerade gekocht haben und die Simpsons fertig sind. Irgendwas müssen wir ja nebenbei schauen, sonst müssten wir uns unterhalten und das will wirklich niemand. Aktuell ist eine Rechtsanwältin aus Frankfurt dabei, die allein schon aufgrund ihrer Stimmlage weder im Fernsehen noch im Gerichtssaal auftauchen dürfte. Frauen, die sprechen, als wollten sie gerade die Erzieherin überreden, ihnen ihr Spielzeug wiederzugeben, kann niemand ernst nehmen. Ja, euer Ehren, mein Mann, entschuldigt, das kann ich mir nicht länger anhören. Wenn beim perfekten Dinner Werbung ist, schauen wir bei ProSieben, welcher Galileo-Beitrag heute wiederholt wird. Möglicherweise ist es der mit dem geheimen Kriegsbunker Geldlager in Nordrhein-Westfalen. Dieser Bunker, der super geheim ist und den nur wenige Menschen kennen. Und genau deswegen laden diese Menschen das Galileo-Team ein, um im Fernsehen zu zeigen, dass der Bunker in Wahrheit nur verschimmelt und leer ist und das Geld wohl verschwunden. Oder der Beitrag über diese super scharfen Messer, die wirklich alles schneiden. Und dann schneiden die Galileo-Mitarbeiter 15 Minuten alles, was ihnen unter die Finger kommt. Nur um am Ende festzustellen, dass die Messer bei verwesten Mumien im Windkanal bei minus 35 Grad auch ihren Geist aufgeben. Oder der Beitrag über dieses lustige Video aus dem Internet, in dem ein Adler ein Kind von einer Wiese klaut und mitnimmt. Kann das wirklich echt sein oder ist es ein Fake? Die Hälfte des Beitrags beschäftigt sich mit der Suche nach einem Adler und einem Kind, die freiwillig den Test mitmachen wollen. Nach einigen Kratzern und dem Verschwinden des Adlers stellen sie dann fest, dass das Video, Überraschung, ein Fake ist. Galileo ist immer wieder ein Garant für gutes Fernsehen. Ab 20.15 Uhr ist unsere Fernsehwoche auch komplett durchgeplant. Wenn wir richtig Bock auf Streit haben, schauen wir, wer wird Millionär. Die Frage wird gestellt und wir legen uns auf eine Antwort fest. Ich bin mir sicher, es ist A. Ich nehme auch A. Das kannst du nicht nehmen, weil ich es schon genommen habe. Aber es ist richtig. Ja, da musst du wohl was Falsches nehmen. Oder der Mann sagt, es ist C und ich antworte, das glaube ich nicht. Ich habe mal was von B gelesen. Dann sagt der Mann, nein, C, hundertprozentig. Du weißt doch, ich weiß alles. Günther Jauch sagt, schade, es war B. Und dann sagt der Mann, siehste, ich habe doch gesagt, es ist B. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich in die Küche gehe und einen Schnaps trinke, um ihm nicht den Hals umzudrehen. Mein Lieblingsabend im deutschen Fernsehen ist allerdings der Sonntag. Tatort, klassisches Spießertum in all seiner Herrlichkeit. Zuschauen, wie Til Schweiger verzweifelt versucht, in 90 Minuten so viele Menschen zu töten, wie sie in allen Cobra 11 Staffeln nicht gestorben sind.
Oder Maria Furtwängler, die kalt und abweisend durch die Glasgebäude der Nord-LB-Bank in Hannover wandelt und uns weismachen will, dass dort das LKA sitzt oder dass sie schauspielern kann. Oder der Kommissar, dessen einzige Aufgabe daraus besteht, immer wieder mit »Ich höre« an sein Handy zu gehen. So viele schöne Dinge, die im Tatort passieren, dass diese eine eigene Geschichte verdient haben. Und die gibt es dann wann anders. Yeah! Ninia Lagon, bleib bitte vorne. Jason, gehst du zu ihr? Achso, ihr geht nach vorne bitte einmal. Das Mikrofon spaltet euch quasi.